Willkommen zurück, liebe Freunde, bei The Witcher mit mir, Mr. Sick. So, wir haben neu geladen, jetzt gibt's... Das tut weh! Das tut weh! Gibt's eine Rune drauf auf das gute Ding. Gibt's einen Trank oben drauf. Katze braucht man nicht. Wir nehmen eine Schwalbe. Na? Haben wir so ein Schwert wegstecken oder was? Tatsache. Und was anderes hat man ja nicht, ne? Irgendwie so ein Donner, so, ne? Ne, hat man nicht. Okay, dann hoffen wir, dass wir jetzt irgendwie gegen die bestehen können. Hier. So. Kriegst du dein Geld? Na gut, kommt rein. So, warte mal, ich sollte mal vielleicht Feuer auf Starken wechseln. Und jetzt raus damit. Damit ich den Typen gleich hinterrücks eine ballern kann. Ah ja, nee. Bis dann. Okay, Na, greifst du auch mal an, oder was? Was ist denn hier los? Jetzt packt er... Alter, fick dich doch ins Knie! Die Enge treiben ist nicht gut, alles klar, ich hab's verstanden. So eine Scheiße, ey, das... Götzen bei sowas. So. So, jetzt haben wir wieder die Tränke nicht drauf und ach, mein Gott. Trank, nehmen, rinn damit. Oh, es tut so weh. Ja, ja. So. Jetzt nochmal abspeichern. Vielleicht sollte ich auch drinnen nochmal so einen separaten Speicherplatz machen. Damit, damit wir das nicht jedes Mal von vorne machen müssen. Ach, meine Güte, ey. Spiel speichern. Leeres Fach. Speichern. Setz dich hin. Genieß das Schwert. Alter Falter, wie viele denn noch? Und alle hauen sie mir eine rein, alle. Ich pisse auf euren Leichnam. Nein, Gruppe. Geschafft. Im zigtausendsten Try. Alter Finne, ey. Oh, ein paar Goldringe gibt's. Ein bisschen Dingens hier. Ein gelber Meteorit. Geil. Und 800 Orange. Bernstein kann man auch verkaufen. Bier interessiert uns nicht. Orange, Feuerstein. Bier brauchen wir nicht. Feuerstein. Geld. Hast nix. Warum nicht? Arsch. Ah, jetzt hab ich das erst mitgenommen. Naja, von mir aus. Das läuft jetzt zu den, abgetrennten Köpfen. Zum Leichnam rüber. Nicht schlecht. So. Der hat auch nichts. Ne. Ich habe immer Angst, dass ich was übersehe, aber... Überreste? Feuerstein hat der noch gehabt. Eine Axt und hier sind auch noch Überreste. Okay, nichts mehr. Schränkchen. Nichts mehr. Kleiderschrank. Himbeer. Ja.
lecker, aber nicht im Spiel. Korb. Okay. So, die Holztruhen hatten wir ja auch schon. Das hatten wir ja alles schon mal abgelootet, ne? Genau. Ja, gut. Das habe ich allerdings nicht gelesen, was wir halt weiter. Ich will noch gucken, ob wir die Türen aufmachen können. Nee. Okay, was müssen wir denn jetzt hier machen? Achso, wir müssen zu Raimund zurück. Na gut, dann gehen wir zu Raimund zurück. Ach, ich habe bei dem Raimund aber kein gutes Gefühl, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube eher, dass der Typ irgendwie damit zu tun hat. Und ja, der wird uns heftigst in den Rücken fallen. Heftigst. Eine Stunde dauert das, okay. Die Verzauberung, die Rune, der Rune. Da habe ich nämlich nicht drauf geachtet. Verhungere, Mama. Naja. Raimund sitzt da. Ja? Ich dachte, der kommt uns hilft wenigstens. Ich habe Boxfleisch getötet. Ausgezeichnet. Damit habt ihr der Organisation das Rückgrat gebrochen. Ich habe keine Beweise gegen ihn gefunden. Stimmt. Er war völlig sauber. Wir reißen Kalkstein den Beweis aus den toten Händen. Er ist Asa Javeds oberster Gehilfe. Vielleicht ist er sogar Javed selbst. Ich verstehe. Ihr habt alles geplant. Hab ich. Wir locken ihn in eine Falle. Der Turm im Sumpf interessiert ihn. Ich glaube, wir meinen was anderes, mein Lieber. Verwenden wir den als Köder. Ich warte dort. Geralt, wir nähern uns dem Ende unserer Ermittlungen. Die Lösung ist nicht mehr weit. Wie gehen wir vor? Okay, wir müssen sicherstellen, was in dem Turm verborgen ist. All die Bücher und Schriftrollen sind Köder für unsere Zielperson. Fehlt nur eins. Ich muss noch die Turmtür öffnen. Dieser Stein ist der Schlüssel zum Turm. Jedenfalls ein Teil des Schlüssels. Sorgt ihr nur dafür, dass sich Kalkstein wie vereinbart dafür interessiert. Richtige Tal schließen war, ja. Okay, ist, habe ich jetzt den letzten Sephiroth noch dazu bekommen? Ja, da oben waren sie, die letzten beiden. Ganz ehrlich, liebe Freunde, das geht mir zu schnell und zu undurchsichtig. Wir haben keine Beweise gefunden und Geralt lässt sich da jetzt irgendwie gerade ziemlich davon beeinflussen von den Raimund, ob das tatsächlich, dass es tatsächlich so ist. Ich bezweifle es stark. Bin nicht ehrlich, ich bezweifle es sehr stark und ich glaube auch nicht, dass es so ist. So, dadurch, dass wir jetzt aber nicht zum Taler, dadurch, dass wir mit Taler jetzt alles durch haben, gehe ich da jetzt nochmal hin und vielleicht kommen wir jetzt zum Friedhof und das Ganze drumherum. Ha. Ich, wie gesagt, ich glaube nicht, dass es Kalkstein ist, ein bekanntes Kraut, okay. Ich glaube nicht, dass es Kalkstein ist. Ich glaube auch nicht, dass er wird. Ich weiß es nicht, ey. Also was? Habe ich denn überhaupt was zum Trinken? Keine Chance, Hexer. Also, wir können jetzt mit dem reden. Und dem sagen, dass er es nicht ist. Anscheinend aber nicht. Und der hat jetzt hier noch so ein Metroiden-Zeugs. Hatten wir nicht noch einen Meteoriten-Gelumsch da? Ich kauf den mal. Hier den Bernstein kann ich auch verkaufen.
So. Ja, die Bomben und das Ganze drumherum, muss ich ehrlich sagen, das interessiert mich eigentlich herzlichst wenig. Gut. 20% Schaden, ja. Macht zwar mehr, aber. Gut. Ich würde jetzt trotzdem also noch gern bei dir pennen. Denn wir klappern jetzt mal noch die anderen Händler mal ab. Und Vincent Meiss ist ja eh. Zum Teufel damit! Genau. Vincent Meiss ist ja eh jetzt tagsüber nicht da. Finde ich kurios, dass wir dem jetzt nicht mit ihm reden können und sagen halt, okay, wir wissen es nicht. Wir sehen uns. Naja, egal. Verdammt, scheiße. Scheiße, nur ein Fluch, ne Junge. So, wo waren die anderen Händler? Die waren da oben. Der Schmied war ja eh dort. Kalkstein. Reisender Antiquar. Der hatte noch Bücher, aber nee, haben wir ja nicht mit. Ich wollte ihm jetzt gerade noch die anderen Rollen verkaufen, die wir hatten. Was? Feuerstein. Zeugs. Aber keine Runen. Kein Grund zur Eile. Schade. Was für ein Tag. Die Ische wird wahrscheinlich auch keinen haben. Was gibt? Das will ich zumindest mal jetzt gerade noch abklären, weil wir jetzt haben wir zwei Runensteine. Da hier und da hier. Was macht der gelbe Runenstein eigentlich? Schaden plus 20. Cool. Gucken, der Schmied hatte doch glaube ich auch noch einen. Bin mir gerade nicht sicher. Oder ob ich noch einen drinnen habe im Inventar. Also beim Schankwirt. Bin ich mir nicht wirklich sicher, Wladimir. Zeig ich. Adieu. Hä? Zeigt mir eure Waren. Ich kann nicht. Ich habe keine Empfehlung und wir bedienen nur unseres Glas. Adieu. Hä, mögen die uns nicht mehr? Verkauft ihr mir eure Waren? Ich bediene nur Freunde und Leute, die auf Empfehlung kommen. Ich dulde nicht, dass... Lebt wohl. Okay, daher weht der Wind. Hätte ich mir eigentlich denken können, dass das Einfluss auf uns haben wird. Ach, shit, ey. Okay, dann kann ich die Runen jetzt nicht updaten oder das Schwert nicht updaten, weil das war jetzt so insgeheim mein Plan eigentlich. Was war das mit dem Dingens? Ich muss nochmal alles durchgehen, ich brauche die Erlaubnis. Friedhof, ah ja, zumindest meistens nur noch. Taler oder die Schwachwachen sollten wir aus. Aber die Stadtwachen, die interessiert die ja nicht, ne? Ja, ich sollte mich nicht ablenken lassen, ich wollte eigentlich gucken. Was wir denn noch machen? Monolithen, Würfelspiel, alter Freund, so gesucht, Leuwart war das hier. Ich muss sehr viel auf den Monolithen platzieren, das machen wir jetzt. Ja, vorsichtig, und der ist aber nicht vorsichtig mit dem. Und das ist das, was mich irgendwie ein bisschen nervt, wenn ich ganz ehrlich bin. Also, der sagt er von sich selber halt, dass er auf Raimund vorsichtig, also mit Raimund vorsichtig umgehen muss. Tut er aber halt selber nicht. Das ist irgendwie das, was mich wirklich annervt. Wer ist das denn? Ich. Und, und ich finde es halt gerade sehr obvious, dass der Raimund halt da sehr strange mit denen abgeht. Ihr habt gewiss viel trainiert, damit ihr Ungeheuer töten könnt. Ja, hab ich. Was? Bis dann. Okay, das interessiert die sozusagen alle nicht mehr. Na dann.
auch wieder ins Sumpfgebiet und ja. Ich vergeude meine Zeit. Die Sephiroths hinlegen. Und dann irgendwann mal den Kalkstein da reinlocken. Ich bin ganz ehrlich, ich habe ein sehr, sehr komisches Bauchgefühl davon und mir gefällt es auch nicht, dass wir Brockfleisch jetzt umgelegt haben. Finde ich, gefällt mir überhaupt nicht. Und ja, ich laufe gerade absichtlich zum Bad zurück, um einfach nur um die Gegenstände da einzulagern. Ja, wie gesagt, mir gefällt das halt alles nicht. Ich glaube da irgendwie echt, dass wir da einen Fehler machen. So, den Rest habe ich, das Tabellasser kann ich wieder einlegen, das ganze Essen. Wo ich mich das letzte Mal beschwert habe, dass wir... Ich weiß nicht, ob ich den unbekannten Trank trinken soll mal. So, die alchemistische Paste, wo waren die denn da? Hochwertiger, okay. Hat mir nicht die eine Paste jetzt auch noch gemacht? Whatever. So, Kellnerin, wo bist denn du? Da. Hast du wieder neuen Alkohol? Hast du. Alkohol auch noch mitnehmen, solange es geht. Damit wir da uns auch wieder Tränke von machen können. Denn Tränke brauchen wir. Ohne Ende. Kann man ja nicht zu viel davon haben in diesem Spiel. Verdammt, was für eine Missgeburt. Redet ihr so über uns, ey, dumme Fotze? Was ist denn das? Achso, gucken, können wir bei dem jetzt was kaufen? Verkauft ihr mir. Siegfrieds Freunde sind hier immer willkommen. Wenn ihr etwas kaufen möchtet, dann sprecht mit meinem Lehrling. Da schau her. Da schau her. Der Herr, Kollege macht das jetzt auch. Wie ihr wollt. Das finde ich ja gut. Und guck mal, der hat jetzt schon eine Rune für uns. Das machen wir noch, Leute. Es tut mir leid, aber das machen wir. Das laufe ich gerade zwar wieder hin und her, aber... Ich will gucken, ob wir das Schwert jetzt noch mehr noch mehr aufpeppen können und so weiter und so fort. Das brauchen wir ja auf jeden Fall. Ist ja mehr Damage und mehr Damage kann nicht schaden. Kann nie schaden. Ja, ja. So, jetzt haben wir die drei Runen beisammen. Okay. Hat sich das Spiel sozusagen so eine kleine Hintertür offen gelassen, falls man halt, damit man sich dann doch, also falls man sich doch anders entscheidet, dass man halt nicht allzu sehr den krassen Nachteil hat, dass man trotzdem noch einen Schmied hat. Das tut weh. Na, dann bring dich um. Dass man trotzdem noch die Möglichkeit hat, sein Schwert abzudaten und so weiter und so fort. Verkauft Siegfried. So. Macht dann 8 mehr Schaden. Und Schaden plus 20%, Schaden plus 8%. Gegen Menschen unwirksam, gegen die meisten Ungeheuer. Kaufpreis 800. Ja, das will ich wirklich haben. Jetzt haben wir... Was ist das denn? Ach so. Schmerzen. Okay. Wie wechselt ihr das denn jetzt? Ich muss mehr sparen. Das eine, ich verstehe das doch jetzt nicht falsch, dass das eine jetzt
20%, Schaden plus 8%. Okay, naja, okay, dann ich behalte mal jetzt kurz alle, also eben mal alle beide Schwerter bei uns und es wird schon nicht fair. Labert nicht so viel, Jungs. Wird schon nicht verkehrt sein, so. Bei mir auf dem Ohren ist es nicht ein bisschen lauter als bei euch auf dem Ohren. So. Zum Deich aber in den Sumpf machen wir dann erst wieder in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid bei The Witcher. Mit mir, dem Mr. Sick. Tschüss.